Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8 Online. So, mal wieder ein bisschen quatschen, würde ich sagen. Denn es gibt ein paar Sachen. Oh shit, okay. Das erste, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, The Evil Within wird... Also, ich sage jetzt abgebrochen, aber es kommt auf jeden Fall noch. Also, ich werde es, es waren jetzt 4 Parts, glaube ich. Ich werde die löschen. Und, weiß ich nicht, ja. Vorhin kam ja das demnächst Video. Da hat man schon gesehen, welches Spiel es ist. Also, wird hier Resident Evil als nächstes kommen und Evil Within kommt dann danach, würde ich sagen, jetzt erstmal so, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, wann es kommt, aber es kommt auf jeden Fall jetzt, aber erstmal, ja, jetzt ist es vorerst abgebrochen, wie gesagt, lösche ich es und dann kommt es irgendwann nochmal von vorne, denn wenn ich jetzt das nicht lösche und von vorne anfangen, wäre auch egal. Wären zwar die 4 Parts da, aber es wäre ja nicht so wichtig. Und wenn ich es einfach dann nachher weitermache, ist auch total dumm, weil... Ja, nee. Aber ich denke mal, ich lösche die und fange nochmal ganz in Ruhe von vorne an. Das wäre, glaube ich, das Beste. Also, würde ich jetzt mal sagen, ne? Das wäre eigentlich das Beste so. So viel zu The Evil Within auf jeden Fall schon mal. Wollte ich denn nur mal sagen, nicht, ich weiß ja nicht, wer das so geguckt hat. Und ja, wer darauf gewartet hat, weiß jetzt, dass es erstmal nicht mehr kommt. Aber der kann sich auf Resident Evil freuen, das ist, hoffe ich, auch mal ein sehr gutes Spiel. Ich hab's noch nicht gezockt, ne. So. Dann, ja, Assassin's Creed läuft jetzt wieder so, das will ich jetzt auch nicht zu oft hochladen, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, wie viel, wie viel Parts da kommen werden. Deswegen, ich kenne mich damit noch nicht so aus. Ich habe erst ein Assassin's Creed gespielt und das war der zweite Teil. Deswegen, der war eigentlich schon, ja... Von der Länge halt recht in Ordnung, ne? Deswegen würde ich sagen, lasse ich das mal so alle 2-3 Tage vielleicht. Kommt es auch mal nach einem Tag nochmal, aber das werde ich, denke ich, mal so weiterlaufen lassen. Donkey Kong, ja, würde ich sagen, neigt sich schleppend ans Ende, ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts schon jetzt. Ich glaube 29, glaube ich. Also kann das sein? Und wir sind. Oh Gott. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ist denn Stand 29? Also weiß ich nicht. Ich glaube Welt 4 war das, ne? Glaub schon. Oder war es Welt 3? Ne, ich glaube es war Welt 3, ne? Ja, aufgenommen habe ich noch ein paar mehr. Ich glaube aber, irgendwo Welt 4 bin ich jetzt. Und ja, kommt dann noch 5, 6 und die Spezialwelt da. Und dann ist Donkey Kong abgehakt. Manche würden sagen, endlich. Manche sagen, schade. Ne? Zeit will ich ja immer noch nicht machen. Wozu auch. Habe dann die 200%. Ich glaube, K&G muss ich auch nicht sammeln. Habe ich jetzt aber beschlossen, dass ich es doch tue. Wieso nicht? Sieht auch cool aus, ne? Wenn das blau ist da. Und... Ja, dann ist Donkey Kong weg. Heißt, ich brauche so ein Nachfolgeprojekt für Donkey Kong. Und muss mir halt so noch eins überlegen. Also ich habe ja den Resident Evil...
Donkey Kong und Assassin's Creed. Ob ich jetzt noch ein viertes mit reinnehme, ich glaube ja. Muss dann aber mal gucken, was ich nach Donkey Kong mache. Da. Ich habe da noch Sachen, es ist nicht das Problem. Ja, Nachfolgeprojekte oder. Ich will jetzt wahrscheinlich noch ein viertes nebenbei laufen, also vier Hauptprojekte, sag ich mal. Will ich jetzt machen, denke ich mal. Denn ich habe ja jetzt, gerade im Moment, Assassin's Creed, Donkey Kong und dann halt Resident Evil, ne? Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, außer ihr habt das nicht geguckt. Aber es lohnt sich trotzdem, also es geht ja nur 30 Sekunden, ne? Oder wie viel war das? Ist nicht lang. Gab auch nicht so viel wie bei Evolve, ja? Muss man sagen, das hat sich jetzt da nicht so angeboten, ich wollte es aber trotzdem machen. Ich werde das jetzt auch bei mehreren Spielen machen, weil wieso nicht? Und kann man, wo es nicht so offensichtlich ist, kann man sich denn. Muss man mal gucken, ne? Kann man überlegen, was kommt denn als nächstes? Kenne ich das Spiel, kenne ich es nicht, ne? Shit. Oh, ich habe ihn trotzdem getroffen. Und ja, wie gesagt, ich will noch ein viertes auf jeden Fall machen. Und dann brauche ich noch eins, wenn Donkey Kong vorbei ist. Ich glaube, Assassin's Creed wird noch nicht so schnell vorbeigehen. Und Resident Evil, ja, das hat ja nicht mal angefangen. Deswegen wird es wahrscheinlich Dings hier, New Super Mario Bros. Wii. Oh Gott. Denn ich wollte das ja oder Super Mario Bros. 3 machen. Ich habe mich jetzt doch für New Super Mario Bros. Wii entschieden. Denn ja, Super Mario Bros. 3 kam ja schon. Und deswegen würde ich sagen, lieber ein neues und dann später das nochmal. Sorry für diesen kurzzeitigen Weg sein oder so. Alter, musste ich auch noch niesen. Richtig gut. Läuft wie geschmiert. Bin aber noch Erster geworden eben. Das war ziemlich nice. Und ja, so, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass New Super Mario Bros. Wii kommen wird. Also eher halt als Super Mario Bros. 3. So, dann kommt, was ich irgendwie schon mal sage, Galaxy entweder nach New Super Mario Bros. Wii oder halt nach Donkey Kong. Wobei ich nach Donkey Kong was anderes habe. Was ich jetzt noch nicht so verrate. Aber ich kann sagen, es zieht sich über einen längeren Zeitraum, denn es sind vier Spiele von dieser Serie. Und ja, mal schauen, ne? Ich hoffe, es kommt gut an. Es ist jetzt auch nicht so. Ich würde sagen, es ist nicht so. Wie sagt man? Es kennt nicht jeder, ne? Es ist halt schon ein ziemlich altes Spiel. Ja, schon. Ein Teil kam
Wann kam der raus? Vor, das ist auch schon voll lange her. Ich glaube, 2 Jahre oder 3 Jahre ist der schon draußen. Und die anderen sind noch auf der PS2. Ja. Vielleicht wissen manche ja, welches Spiel es ist. Besten Dank. Wieso explodiert hier einfach? Nice. Manche können sich vielleicht denken, davon wird, glaube ich mal so, also diese Demnächst-Videos werde ich, glaube ich, jetzt ja öfters machen. Und da könnte ich mir sowas auch vorstellen, ja. Da wäre das auf jeden Fall drin. Ich bin letzter geworden, weil wir nur zu 5 sind. Ja, super. Ja, soweit habe ich denn ja vorgesorgt, ne? Ja. Projekte sind am Start. Und dann ist ja noch so eine Sache. Also ich habe dann 4 Hauptprojekte, die ich hoffentlich regelmäßig machen werde und dass die regelmäßig kommen. Und dann gibt es ja noch die Nebenprojekte, so wie Mario Kart 8. Smash natürlich gibt es auch noch, ja. Ich würde mal sagen, COD zählen wir mal als Nebenprojekt. Einfach so. Road to Live Mob kam auch länger nicht mehr. Muss ich auch mal wieder machen, ich weiß. Was war denn noch so? Splatoon? Ich kann, glaube ich, gar nicht alle aufzählen. Isaac, kam heute. Schöner Part. Kein Spoiler hier natürlich. Aber er ist krass, krass gewesen. Also. Nee, ich sag nichts. Halt mal die Klappe, würde ich sagen. Und dann. Ja, wie gesagt, was gibt's noch? Halt die Sachen, die so ein paar Mal kommen. Weil jeden Tag mal gedacht, will, glaube ich, niemand sehen. Und ja, jeden Tag Smash oder so auch nicht. Ich werde sowas einführen wie Ricky Mania. Das kommt dann im nächsten Rennen. Cool, fahre ich jetzt halt mit dem Engländer alleine. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Ja, Ricky Mania hat ein Format, das heißt, wer wird gebumst? Und ja, der Name allein ist schon richtig gut. Den, ja, kann ich natürlich nicht nehmen. Werd mir da irgendwie irgendwas anderes muss ich mir halt überlegen, ne? Aber sowas werde ich halt tun. Das Problem ist halt, ich habe noch nicht so viele Abonnenten, mit denen ich das machen kann. Oder halt nicht so viele Zuschauer, mit denen ich das machen kann. Denn, wer es nicht kennt, ich schätze mal, es kennen hier nicht sehr viele, das ist zum Beispiel Smash gegeneinander und dann, ja, Best of Three, ne? Wer 2-mal gewinnt, der hat endgültig gewonnen und dann, es ist halt so eine Community-Sache, vielleicht auch eine Community-Challenge, so, dass man halt gegen die Community ein Spiel spielt. Und sowas finde ich gut. Feier ich ab. Ich werde mal gucken. Ich glaube, man kann ihn ja anschreiben. Und das werde ich auch tun. Mit welchem Spiel ist nur die Frage. Shit. Oh, im Ernst. Das Spiel ist halt so eine Sache. Oh, Junge! Das Spiel muss ich mir noch überlegen, welches ich da nehmen werde. Und dann wird er gebumst. Ja, ungefähr so. Und schaut auf jeden Fall bei Ricky Mania vorbei. Er kennt mich zwar nicht, aber lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Da ist korrekter Typ. Er lädt zwar jetzt gerade nicht sehr viel hoch, aber es stört ja keinen, ne? Jeden Samstag 15 Uhr
jetzt mache ich voll die Werbung hier, kommt dieses Format. Und ja, ich erzähle gleich noch mehr darüber. Und weiter geht's. Er nimmt halt nicht so Sachen, also nicht nur so Sachen wie Smash, sondern auch, ne, Singleplayer-Games wie mit Wollo U. Was haben die gemacht? Mario World, ne? Die erste Welt komplett. Also nicht komplett mit Münzen sammeln und so, sondern nur Levels schaffen. Und oh. Und ja, sowas halt, ne? Und dann vielleicht mal nicht in Mario World die ganze erste Welt, sondern weiß ich nicht, die ganzen Münzen oder halt all so eine Sachen kann man alles tun. Und ja, sowas feiere ich halt total ab und deswegen werde ich sowas ähnliches machen. Denn hatte noch so eine Hall of Fame und Hall of Shame, ne? Wer gegen ihn gewinnt und wer gegen ihn verliert. Mal gucken, wie ich das mache. Aber das, da finden sich ja überall Möglichkeiten, ne? Das kriegt man schon alles hin. Deswegen mache ich mir da keine große Sorge. Das würde dann auch so vielleicht, ne, einmal in der Woche, vielleicht auch zweiwöchig, sagt man das so? Ich glaube ja. Denn wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Zuschauer. Und ja, aber schreibt mich da auf jeden Fall an, über YouTube denn, ne, PN und was auf jeden Fall drinstehen sollte, ist das Spiel, welches ihr gegen mich spielen wollt. Es können natürlich nicht alle Spiele sein, ist ja logisch, ich habe natürlich auch nicht alles, aber ich habe sehr viele, sagen wir es mal so. Also, die Auswahl ist groß. Vielleicht mache ich das nochmal in so einen Extra-Part, wo ich halt ja noch die ganzen Spiele, die ich persönlich machen werde, vorstelle. So, das soll es dann aber gewesen sein. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinungen und ja, wenn ihr Lust habt, gegen mich zu spielen, schreibt mich da auch gerne an. Wir sehen uns dann, bis zum nächsten Mal und ciao.